Hallo Freunde, willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal und zu meinem neuen Video natürlich. Und es wird sich hauptsächlich nur um 3D-Blender-Videos drehen. Und das ist mein erstes Video und heute geht es um Lightning, also um Licht in Blender. Das ist, by the way, jetzt ein deutscher Kanal, logisch. Mit deutschen Videos, es gibt ja super selten deutsche Videos, was das Thema angeht, deswegen dachte ich mir mal, komm, da mache ich es mal. Und wir haben jetzt hier eine komplett neue Scene und es geht hauptsächlich jetzt darum, einfach mal mit dem Licht rumzuprobieren und rumzuspielen, je nachdem, wie das Ganze am Ende des Tages aussieht. Und ich habe mir mal super viele Tutorials angesehen, vor allem im deutschen Sprachraum. Da sehe ich immer wieder, das Licht sieht wirklich, wirklich Katastrophe aus und nicht wirklich gut. Naja, was heißt Katastrophe, das ist ja immer relativ, aber nicht so, wie ich oder was ich mir vorstelle, was halt gutes Licht ist. Ich bin selbst erst seit 3-4 Monaten Teil der Szene. 4-5 Monate ungefähr so. Aber habe wirklich viel rumprobiert, viel mich beschäftigt auch. Und deswegen, das ist alles jetzt subjektiv und das ist jetzt alles meine persönliche Einschätzung, was ich halt so empfinde und was halt gut ist. Genau, das müsst ihr dann am Ende des Tages auch selber entscheiden, je nachdem, wenn euch das nicht so gefällt, dann natürlich immer anders und immer natürlich rumprobieren und selber herausfinden, was für euch am besten ist. So, aber wir fangen mal mit den Grundlagen an. Wir haben jetzt hier eine komplett neue Scene, wie immer, ne? Und ich würde sagen, wir löschen mal alles. Dafür drücken wir mal A, X und hinterlegen das Ganze. So, dann adden wir eine Plane und skalieren das mal auf 5 ungefähr. So, dann gehe ich hier mit 1 in den Front Orthographic Mode und adde mal eine Kamera, damit wir hier eine Kamera haben. Drücke STRG ALT 0, um die ganze Kamera zu positionieren. Genau ins Zentrum. Und ich würde sagen, ich positioniere die mal hier hin und skaliere das Ganze etwas hoch. So, ganz einfaches Scene in Sekunden, binnen Sekunden hergestellt. So, dann, wir fangen mal an mit einem Cube, weil es sich am besten eignet. Und ich würde sagen, ich snappe das Ganze zum Face, weil dadurch kann ich Folgendes machen, wenn ich jetzt G, Z drücke und dann einmal STRG, werdet ihr sehen, Cube align perfekt, also er richtet sich perfekt auf die Plane, er ist perfekt drauf. Kleiner Tipp, by the way, wenn ihr dann das Ganze anmacht, so, dann ist es automatisch so, also dann müsst ihr nicht STRG drücken, aber wenn ihr das Ganze so habt, dann mit STRG. Und by the way, noch ganz wichtig, nebenbei gesagt, ihr könnt auch ja verschiedene andere Sachen einstellen. Und wir haben hier Closes eingestellt. Das heißt, wenn das Ganze so ungefähr ist, dann richtet sich es von der oberen Seite oder von der oberen Seite am unteren Plane. Also das heißt, wir machen es ein bisschen höher, drücken GZ und STRG. So, dann skaliere ich das Ganze hoch. Jetzt ändert sich hier wieder die Skalierungseinstellung. Also das möchten wir nicht so. Dann können wir hier 3D-Cursor auswählen und dann skaliert sich das Ganze genau so. So finde ich es angenehmer, aber normalerweise lasse ich es eigentlich immer auf Medium Point. Genau. So, dann rotaten wir das Ganze. Ich glaube, das war sogar Individual Origins, ja. So, dann rotiere ich das Ganze einmal. Ungefähr so, genau. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Licht erstellen kann in Blender. Es gibt super viele Möglichkeiten und es gibt immer eine bessere oder eine, die sich am besten eignet. So, und dann fügen wir mal eine Area Light hinzu. Es gibt verschiedene Arten von Lichtmöglichkeiten im Blender. Es gibt einmal Point Lamp. Dann gibt es einmal die Sonne, die kennen wir alle. Dann Spot Lamp und einmal Area. Individuell kann man im Grunde, oder ich persönlich, und ich bin auch ganz ehrlich, kann ich nicht wirklich sagen, für was man die Dinger einzeln benutzt. Ich kann sagen, dass man den Sun, für die Sonne, wenn man den Sonne imitieren möchte. Ich benutze aber viel, oder ich benutze vor allem von allen Vieren hauptsächlich Area Lamp. Und die meisten 3D Artists tun das ebenso. Ich bin nicht der Einzige. Die meisten können fragen, immer Area, weil es am besten ist. Aber natürlich situationsabhängig, Sun auch wirklich effektiv und Point Spot habe ich einmal in meinem ganzen 3D-Leben verwendet und das war wegen einer kleinen Scene. Da habe ich so ein bisschen versucht, die Lichter an der Decke zu imitieren. Kam nicht so gut dabei raus, aber das war es auch. Also mehr weiß ich davon echt nicht. Point benutzt man, habe ich zum Beispiel oft benutzt für so Dinge wie, wenn ich ein Gesicht beleuchten möchte oder wenn ich gewisse
Objekte am Objekt selbst beleuchten möchte. Zum Beispiel, ich kann es mal zeigen, wir haben einen Polylamp. Hoch. Und so. Ich rotate die mal jetzt einmal hier hin. Ungefähr so. Lassen wir das mal. Und dann werdet ihr nämlich sehen, dann können wir hier oben wechseln auf mit Viewport Shading und auf Render-Modus, also gerendert. Viewport Shading ist immer nur so dieser Vorschau und was halt auch nicht Leistung abzieht und dann halt rendert, ist halt, wenn wir das rendern möchten, so als Endprodukt. Hier gibt es aber auch natürlich eine Render-Engine, wir haben immer Eevee und wir haben immer Cycles, Workbench. Braucht man nicht unbedingt, das ist super irrelevant für Leute wie mich zum Beispiel. Ich benutze das überhaupt nicht, deswegen, das benutzt man für gewisse Faktoren. Das benutzt man hauptsächlich, um Scenes aufzubauen, aber nicht um diese zu rendern am Ende des Tages. Das ist relevant. Ich benutze super gerne Cycles, ich sage es immer wieder gerne, das sagen die meisten gar nicht so oft, um einfach einen Realismus hinzubekommen, realistisches Bild. Eevee ist, ich habe mal einen Kommentar gelesen, den fand ich super, der hat perfekt gepasst. Eevee ist viel mehr für die, erinnert viel mehr an, oder Cycles ist der Spieltrailer eines Spiels und Eevee ist dann das Spiel an sich, wenn man es zockt, so ist die Grafik dann, die Qualität. Genau, aber Eevee benutze ich gerne für so, ja, wenn ich halt nicht was Realistisches machen möchte. Zum Beispiel ein Cartoon oder so ähnliche Dinge, ja. Wo ich auch so die Intention habe, so, das soll halt nicht, oder die Ambition hatte, das soll nicht realistisch aussehen, sondern einfach cool. Weil Bloom spielt eine ganz große Rolle. Genau, wir haben ja verschiedene Einstellungen und ich mache hier definitiv immer gerne alles. Also Motion Blur zum Beispiel nur, wenn man eine Animation dreht, da lohnt sich es, aber ich mache es trotzdem immer an. Und jetzt Achtung, Bloom, das pusht das Ganze, wenn wir jetzt einmal, Moment, genau, wir fangen, wir können hier unten dann aufs Licht auch und hier die Power einstellen und wir können zum Beispiel mal auf 1000 switchen. Ne? Ihr seht, wir sind auf 1000 geswitcht und haben eine wirklich, wirklich starke Scene. Power, das ist in Watt und das soll im Grunde das Licht imitieren. Und hier den Radius, also wie groß, dann je größer wir das Ganze einstellen, desto softer, weicher wird das Licht, desto kleiner, desto härter wird das Licht. Das sieht man an den ganzen Edges, hier sieht man hier, wie soft, also wie weich. Und jetzt, wenn wir runtergehen, seht ihr, es wird immer härter. Wenn wir hochgehen, immer weicher. Seht ihr das? Ja. So, aber hier fehlt noch das gewisse Extra, das wir nur mit Bloom bekommen. Wenn ich es anmache, seht ihr, haben wir nochmal einen extra Schub. In manchen Fällen tatsächlich ist es bei mir zumindest so, ich lasse es sogar manchmal aus, weil es einfach überblendet. Aber oft oder viel mehr mache ich es gerne an, weil es einfach nochmal einen gewissen Schub gibt. Genau, und ich würde sagen, wir gehen mal auf die 500, das ist mir ein bisschen zu stark. So, und ihr seht, wir können zum Beispiel auch hier die Farbe ändern. Wir gehen mal mehr in diesen Rotmodus. Und Freunde, ihr seht, was wir hier hinbekommen. Ne? Wir kriegen ein ganz kleines Licht, so ein Pointlamp, um etwas Kleines zu beleuchten. Aber halt nicht um was Großes, so eine schöne Beleuchtung hinzubekommen, um zum Beispiel hier die Fläche hier zu sehen von der Ecke, um die besser zu sehen, das lohnt sich damit überhaupt nicht. Ne? Das ist einfach nur so eine kleine Pointlamp, kann man sich vorstellen, wie eine kleine Tischlampe, okay? Schreibtischlampe. Genau, und die drei Dinge, bin ich ehrlich, habe ich nie benutzt und haben auch die meisten 3D-Artists nie benutzt, würde ich mal sagen. Ihr seht ja, was man hier rumspielen kann, Diffuse und so weiter, aber das ist alles immer nochmal individuell zu erklären und ja, ist immer ein anderes Thema. Da muss man wieder darauf eingehen, was ist Diffuse, Specular, Volume und so weiter. Wir bleiben erstmal ganz simpel. Das ist ja das Grundlagen-Tutorial. So, dann können wir das Ganze mal hiden am besten mit H. Und wir fügen, ihr seht, da war gerade noch ein Bug. Dann fügen wir mal, oh, das nervt gerade ein bisschen, das ist die Kamera. Ich kann die übrigens hier unter den Kameraeinstellungen bei Y ein bisschen tilten, also ein bisschen rotieren nach unten. Ich nutze übrigens voll viele englische Wörter, weil ich immer so viele Tutorials gucke auf Englisch. So, und dann können wir mal eine Sun hinzufügen. Ihr seht, sofort leuchtet. Könnt ihr hoch rotieren und dann sagen wir mal, die soll von X-Achse kommen. Und wir rotieren das Ganze auf der Y-Achse. Jetzt seht ihr hier, das rotiert sich irgendwie nicht so an den globalen Statistiken, Werten, sondern halt am 3D-Cursor. Das wollen wir jetzt nicht. Wir nehmen hier Median Point und jetzt können wir auch, ihr seht, das Ganze rotieren. So, und so gefällt es mir ganz gut. Hier ist die Sonne. Ich dachte früher auch,
Und ich glaube, das denken die meisten auch, dass man die Sonne wirklich super weit einstellen muss, aber das ist hier irrelevant im Blender. Das braucht man gar nicht. Hier zählen nur die Rotierwerte tatsächlich, nicht die Werte, wo es ist. Wenn ich es hier hin tue, seht ihr, gleiches Verhältnis. Hier zählen nur die Rotierwerte, also die Werte, bei denen ich das Ganze rotiere. Genau, und wir können hier die Stärke einstellen. Ich lasse es jetzt einmal auf 2. Angle. Hier könnt ihr dann auch wieder einstellen, wie hart oder wie soft ihr das Licht möchtet. Ich möchte es. Wir lassen mal so, wie es war. Wegen ein bisschen höher. Genau. Aber in den meisten Fällen ist halt eine starke Sonne, die einblendet, wirklich super, super hart. Deswegen lassen wir es mal so. Und ich gebe noch einen kleinen Gelbstich ein, weil einfach eine Sonne immer so ein bisschen kleinen Gelbstich hat. Oder Sonne ist ja eigentlich an sich rot. Rot, orange und gelb. Deswegen passt das ganz gut. So, und wenn wir jetzt mal in die Evi drin sind, wir haben ein kleines Sonnenlicht. Was aber nicht realistisch aussieht, aber das ist so halt das Sonne imitieren. Wir können auch ein bisschen höher gehen nochmal. Wir können zum Beispiel auf 10. Und dann haben wir ein bisschen besseren Look. Genau. Ja, das ist die Sonne. Eigentlich auch super selbsterklärend, aber halt um die Grundlagen nochmal zu erklären. Wie gesagt, nicht vergessen, die Werte, wo die Sonne ist, das ist irrelevant, wo man sie hin platziert. Am Ende des Tages zählen nur die Rotierwerte. Ihr seht es ja, wir haben hier nochmal einen schönen Glanz unten. Und ja, das können wir auch jetzt hiden. So, dann haben wir einmal Spotlamp und hier muss ich tatsächlich sagen, wie gesagt, ich habe die in meinem ganzen 5 Monate Experience einmal benutzt. Und da bin ich auch ganz ehrlich und ich bin auch selbst nicht lange unterwegs. Aber ihr versteht ja so, bei dem, was man hier sieht, zumindest kann man sich so einen kleinen Ansatz bilden, was es vielleicht sein könnte. Wir können ja mal reinschauen. Also ich kann mal auf 1000 hochgehen und ihr seht, es gibt einen kleinen Schein oder es gibt ein kleines Licht. Genau. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, wie beim Theater. Wir haben auch so gewisse Lichter, die auf einen strahlen, scheinen. Und das kann man sich genauso gut vorstellen. Spotlamp, ne? Das Licht ist im Grunde auf einen Objekt gerichtet und gibt so einen kleinen Strahl ab, so ein kleines Licht. So, hier kann ich auch wieder Radius einstellen. Wie gesagt, je größer, desto softer, je kleiner, desto härter. Sonst haben wir auch hier wieder Power. Kennen wir aber auch schon. Und sonst auch Custom Distance, das heißt, wo das Ganze hinleuchten soll. Moment, ich kann es ja mal zeigen. Genau, ihr seht ja, wie weit, so besser erklärt, wie weit ich das Ganze hinleuchten möchte. Und, aber wie gesagt, ich habe es wirklich nicht einmal benutzt bis jetzt. Keine Ahnung. Sonst haben wir auch die Size hier, wie groß. Und Blend, wie wir das Ganze blenden möchten, also ein kleiner Übergang, Fade. Und das war's. Also ich kann euch da auch nicht viel zu sagen sonst. Nur so die Grundlagen, die ich kenne. Wir können ja mal grün nehmen und auch halten. So, dann für mich das absolute Top, mein Favorit, Area Light. Für mich das Beste, was es gibt. Und ich verwende super gerne Techniken, wie zum Beispiel, wir können das Ganze ungefähr in diese Pose hier stellen, ein bisschen weiter auf die X-Achse, so. Und in den Camera Mode jetzt und wir rotieren das Ganze auf der Y-Achse. By the way, damit ihr auch Bescheid wisst, ne? Falls ihr wirklich komplett neu anfangen seid, tut es mir leid, dass ich das nicht im Vorhinein gesagt habe, und zwar mit R, X kann ich die X-Werte rotieren, mit R, Y kann ich den Y-Werten lang rotieren und R, Z den Z-Werten. Mit G kann ich bewegen. Auch hier selbes Muster, ne? Wenn ich jetzt mal GX, GY, GZ, selber. Also wir haben immer R ist zum Rotieren, G ist zum Bewegen und sonst S zum Skalieren und auch hier wieder dieselben, ne? Ja. So, dann können wir das Ganze mal hochskalieren, weil ich bin, oder wir lassen mal so erstmal. Wenn wir jetzt mal reingehen und wir stellen das Ganze mal auf 1000. Genau, und ihr seht, ich liebe es einfach. Es gibt wirklich ein super pikantes Licht ab, perfektes Licht, genau wie ich es möchte. Und 1000 sind absolut, bei mir zumindest, herkömmlich, konventionell.
Dann kann ich die Size einstellen. Auch hier wieder, je kleiner, desto stärker, desto schärfer, je größer, desto softer das Licht. Das seht ihr im Schatten. Ne? Dann auch Custom Distance, nie verwendet bis jetzt in meinem ganzen 3D Artist Life, nie verwendet. Dadurch einfach grabt man das Ding und kann es rotieren. Ja, aber ich merke es auch jetzt wieder, dass es halt immer, ne, das Licht ist ja, es ist ein anderes Prinzip im Grunde, aber es geht halt auf selbe hinaus so. Aber wie gesagt, selbst nie verwendet, auch Shadow, ne, logisch, schattiert hier, kleinen Schatten, aber logischerweise immer angelassen. Genau, und wenn man halt so in diese professionelle Branche reingeht und anfängt wirklich sich damit professionell auszukennen, dann natürlich geht es nicht nur ein Licht, sondern du stellst da wirklich hunderte von Lichter für ein Objekt. Hunderte ist jetzt stark aufgerundet. Und dann seht ihr, wir können das Ganze ein bisschen skalieren, damit wir einen weicheren Look haben etwas. Und das, ich mache es mal ein bisschen, ich mache es mal sehr groß. Genau, und das war es an sich. Dann haben wir alle vier Möglichkeiten, aber jetzt sagen wir mal, jetzt haben wir alle angemacht. Wollte ich jetzt nicht. Sagen wir mal, wir sind Teil vom Realismus und möchten diesen mehr realistischen Look hinbekommen. Dann natürlich von Eevee auf Cycle, das mache ich immer. Und kann bei Device, GPU, am besten immer die Grafikkarte, weil mehr Performance und es lohnt sich auch viel mehr. Wenn ihr keine Grafikkarte habt, dann am besten CPU. Aber es ist halt langsamer, deswegen, ja, wir nehmen mal die GPU. Und dann folgendes, Freunde. Dann immer, jetzt ganz wichtig, Cycles ist wesentlich lang. Also das kann man auf gar keinen Fall vergleichen. Eevee ist, es gibt tatsächlich Render, super viele Bilder, die ich gesehen habe, Vergleiche, wo Eevee tatsächlich nicht eins zu eins, aber wirklich super, super nah an Cycles dran war. Da wurden Bilder erstellt von oder Artworks von Artists, von 3D Artists. Es war wirklich atemberaubend, das fand ich super krass. Und Eevee, muss man auch so wirklich sagen, hat halt einfach sich in den letzten Jahren super verbessert. Und wirklich, Freunde, es hat sich unfassbar verbessert, Eevee, im Vergleich zu den Jahren, die wir jetzt hatten. Aber Cycles war halt und ist halt immer noch top, top, top. Aber die Ladezeiten sind halt wirklich super, super nervig und deswegen auch super begrenzt, was man machen kann. Leider. Ist natürlich schneller geworden jetzt auch, Cycles, dank halt Cycles X, ne? Das neue Update von Blender. Da gibt es ja jetzt Cycles X, haben die jetzt, aber habe ich jetzt auch gerade drin. Seit Blender 3.00, das ist die Beta-Version, die kann man sich downloaden, die Alpha, ich weiß gar nicht mehr. Alpha, genau. Und die kann man sich downloaden und dann hat man auch Cycles X und das ist wirklich super schneller. 10-mal schneller, habe ich gehört, oder 10-mal schneller, ja. Genau, lang geredet und jetzt fangen wir an. Also wir gehen jetzt mal alles durch, aber halten jetzt mal in Cycles-Version. Wir haben jetzt einmal hier Point, wir machen es mal an und ihr seht wirklich einen immensen Unterschied. Wir haben hier an der Seite noch eine kleine Reflection. Der Schatten sieht wesentlich realistischer aus. Wir schauen hier, wir haben hier ein super schönes Licht. Super pixelig, aber wir sehen hier über Pixel und das ist halt auch der Nachteil von Cycles. Man hat halt super viel Noise. Noise sind diese nervigen kleinen Punkte und die wird man nur los, wenn man entweder den Noise anhat. Denoising ist ein neues Feature, das kam gar nicht, gibt gar nicht so lange. Und damit, deshalb vor allem hatten die 3D Artists super große Probleme bei den Scenes, weil eben dieser Noise immer im Weg war. Und jetzt gibt es auch hier im Viewport, im Render-Modus gab es immer, wenn du halt am Ende das Bild exportiert hast, gerendert hast, oder die Animation, gab es eh immer eine Denoise-Funktion. Aber jetzt hast du es halt direkt drin im Viewport und dann auch im Render. Render musstest du halt in Compositing-Modus und du musstest da so gewisse Notizen reintun und verbinden. Und das war wirklich kompliziert. Aber jetzt hast du hier den Haken und das Ding ist schon an. Wir können ja mal anmachen. Viewport, Automatic. Da wähle ich immer gerne Optics aus, aber Automatic wählt auch immer Optics aus. Aber dafür brauchen wir, by the way, eine Grafikkarte. Und ihr seht, das Ding ist weg. Ganz, ganz einfach. Und es sieht wirklich fantastisch aus. So, dann halten wir das Ganze mal. Und ihr seht, wie es ja lädt. Und fangen jetzt mal an mit der Sunlamp an.
Und ihr seht, Freunde, das sieht einfach nur geil aus. Cycled, der immense Unterschied, Freunde. Man sieht es ja, ne? Diese Differenz, dieses Divergieren von Cycled und von Eevee. Wir können ja mal sehen. Cycled, Eevee. Ihr seht es, ne? Der Realismus hier bei Cycled. Sonst haben wir dann auch nochmal hier die Spotlamp. Ihr seht, ne? Aber wie gesagt, nie benutzt. Einmal. Aber kann auch gut kommen. Genau. Und dann haben wir nochmal, und das ist mein Favorit, die Aerial Lamp. Ihr seht, kann man ein bisschen hochschrauben, tatsächlich. Kann ja mal auf 2000. Und ihr seht, sieht wirklich gut aus. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, okay. Sieht ja alles schön und gut aus. Aber du hast uns versprochen, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Und die gibt es. Es gibt einen absoluten Favorit in Blender und auch der Favorit von den meisten 3D-Artists, und zwar HDRI. HDRI sind Environment Textures, das heißt, das sind gewisse Texturen, die du dir runterladen kannst. Mittlerweile überall kostenlos. Auf einer Seite gibt es die super viele, mannigfaltig facettenreich, an diesen HDRI-Texturen, und die kannst du dir downloaden. Kostenlos, und kannst dann hier im World Property, unter den World Properties, kannst du dann von Color ist, by the way, der Hintergrund hier, den können wir jetzt auch heller machen, wir haben ein gewisses Licht, aber zu hell natürlich, so. Mit Steuerung C kann ich dann halt wieder zurück, was ich halt falsch gemacht habe, so. Und wir können dann hier unter Background Color hier aufklicken, auf Environment Texture, und können hier von New Open, lila ist jetzt gerade, oder pink ist es jetzt gerade, weil wir keine Textur hinzugefügt haben. Wir können auf Open, und wir können dann, ich kann euch ja mal die Seite so kurz zeigen, wir können dann auf hdriheaven.com, wir haben die Seite by the way geändert, das ist jetzt polarheaven.com, und hier gibt es super viele HDRIs. So, jetzt zeige ich euch mal, was HDRIs sind. Wir klicken drauf, und ihr seht, wenn wir unten auf 3D klicken, wir haben im Grunde einfach eine Textur, die mit einer 360 Grad Kamera erstellt wurde, und du hast halt hier ein Gesamtpaket, von der echten Welt natürlich, haben wir ein Bild und können uns hier frei bewegen. So, und das wird importiert im Blender, und das Licht, was du hast, wird mit importiert. Und das finde ich so fantastisch. Wir können es auch hier oben downloaden. Hier gibt es 4K, 8K, 16K, 4K, 2K lohnt sich sogar viel mehr, wenn man auf Leistung geht. Das wirst du halt nicht sehen. Es geht ums Licht, so. Und 2K, 1K, das geht alles. 4K nämlich immer, weil es halt schon eingestellt ist. So. Könnt ihr auch auswählen. EXR, HDR, das ist EXR, das ist beides kompatibel. Spielt keinen Unterschied. So, und dann, wenn wir drin sind, können wir das Ganze auswählen. Dann habe ich sie irgendwo speichert. Open Image. Und ihr seht, jetzt wird unsere ganze Scene beleuchtet. Der Hintergrund, ich mache den immer aus. Nicht immer, aber oft in den meisten Fällen. Dann geht man einfach hier auf Render Properties, wir gehen auf Film, gehen auf Transparent, machen es an, und jetzt ist der Hintergrund weg. Genau. Und ihr seht, Freunde, es sieht einfach fantastisch aus. Wir können mal vergleichen, wie es davor aussah mit der Sunlamp. Hier gehen wir noch bei der Environment Texture auf Disconnect. Einmal hier Sun. Sieht auch nicht schlecht aus, aber jetzt Sun aus, Environment, ihr seht die Differenz, wir haben hier einen leichten Schatten, sehr weich, und es sieht wirklich super gut aus. Es ist halt nur weiß, aber ich bin Mensch, ich erkenne es halt, auch wenn es weiß ist, ich erkenne, wie gut das Licht ist, wie gut es beleuchtet ist, und ich habe einen absoluten Favorit, by the way, einen HDRI, was mein absoluter Favorit ist, Kaylee Interior 4K. Und ich liebe es einfach. Ich liebe es wirklich. Wir können ja mal wieder das Ganze anmachen hier, Transparent aus. Und es sieht einfach nur verdammt cool aus. Wir können zum Beispiel noch einen Plane Axis hinzufügen. Also ein Plane Axis ist einfach nur ein leeres Objekt, das ist gar nichts. Und das benutze ich gerne, ich skaliere es mal, das benutze ich gerne, um halt der Kamera ein Depth of Field zu geben. Und Depth of Field ist einfach nur ein Fokus, oder letztendlich Fokus für ein Objekt. Und der Rest ist dann halt nicht mehr im Fokus. So. F-Stop ist wie
wie unscharf es sein soll. Ich gehe Punkt 3 mal und ihr seht, ich gehe sogar manchmal niedriger und ihr seht, was für ein Bild wir hinbekommen, Freunde. Ihr seht es ja, ne? Ja, vielleicht auch Punkt 3. Ja, genau das. Und um halt wirklich fotorealistische Dinge zu erstellen, da lohnt sich nur in den meisten Fällen mit einem Area Light, mit einer Sun Lamp, mit einem Point Lamps und so weiter. Das geht alles auch, wenn man das Ganze kombiniert natürlich. Das geht auch auf jeden Fall. Aber es ist halt viel aufwendiger und du wirst aber nicht die Reflektion bekommen. Wenn ich zum Beispiel hier unter Material Properties ein neues Material erstelle und zum Beispiel die Roughness auf Punkt 3 setze oder Punkt 2. Roughness ist, wie stark das Objekt glänzt. Wir können ja mal runtergehen. Dann haben wir etwas Glänzendes. Ihr seht da vorne die Spiegelung hier. Ihr seht die. Und es gibt uns einfach wirklich, wir können es auch hier machen, wir können hier unser Material, dasselbe Material auswählen. Ihr seht, Freunde, es gibt uns einfach ein gewisses Extra. Oh, das ist jetzt falsch. Was war das? Es gibt uns, und ihr seht, es gibt uns ein gewisses Extra. Es sieht einfach verdammt realistisch aus, Freunde. Ihr seht es ja. Und es gibt uns halt Reflektion, so, die man super braucht. So, wenn wir das Ganze aber mal mit einem ganz normalen, wie auf das Gerät, mal das Ganze mit einer Sonne machen, dann werdet ihr sehen, wir werden diese Reflektion nicht hinbekommen, weil wir eben nichts zum Reflektieren haben von draußen. Wir haben hier nur die zwei Dinge, die sich selbst reflektieren, aber halt nicht etwas, was die Dinge selbst an sich per se reflektiert. Versteht ihr das? Wenn ich zum Beispiel eine Wohnung mache, ein Haus von innen, ein Furniture, so, dann HDRI, weil du hast halt viel zum Reflektieren und das sieht einfach verdammt realistisch aus mit dem Licht. Ja, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, Freunde. Wenn ja, dann tut mir leid, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann verbessere ich das nochmal und ich, es war mein erstes Video, es tut mir leid, wenn ich nicht alles so erklärt habe, wie die ein oder anderen das vielleicht dachten, wenn ihr nicht hinterherkommt, seid es mir leid. Ich werde mein Bestes geben und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch tatsächlich gefällt, dann können wir, oder dann kann ich gerne auch anfangen, mal mehr in die Richtung zu gehen und ich kann euch Tutorials zeigen, wie man gewisse Scenes macht, wie man gewisse Projekte macht, Bilder, Artworks, wie wir was zusammen erstellen und so weiter. Ich kenne es ja nur aus dem englischsprachigen Raum, ich gucke gerne solche Videos. Bender Guru. Oder VFX, das VFX-Studio, was ja super, super gute von Peter Franz zum Beispiel. Peter Franz, mein absoluter Favorit, der ist ja wirklich ein Meister. Und ich versuche mich wirklich super an dem Typen zu orientieren, weil er wirklich ein Meister ist, was Blender angeht und was Radio angeht. Und ich gucke auch sonst gerne Dinge, super Dinge wie super gerne, im Grunde fast alles, ne? Was 3D angeht, Blender angeht, Reddit bin ich oft aktiver und gucken. Instagram kann ich mir gerne reinfolgen, auf Instagram bin ich auch super aktiv. Und ja, das war's an sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, könnt gerne abonnieren, schreibt mir einen Kommentar. Danke. Ciao. Schreibt gerne einen Kommentar, by the way. Hab ich ja schon gesagt. Ciao.